mir wichtig, dass wir halt auch Leute, wie gesagt, mit Stallgeruch gewinnen konnten, wie Daniel Freithof. Über Dominik oder Johnny brauchen wir nicht großartig zu diskutieren. Und auch Christian Ruck, der sich wieder zur Verfügung gestellt hat in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation, wo wir eh schon mit dem Torwart Probleme hatten, einen zu finden. Ja, war es für den Rucke dann einfach ja, eine Sache von 3 Tagen, um zu sagen, okay, ja, ich will es wieder richtig wissen und er ist auch richtig motiviert und heiß. Ich bin mal gespannt, wie der Zweikampf auch so ausgeht, alt gegen jung. Da will ich dann nicht in des Trainers Haut stecken, wenn er es dann entscheiden muss zum ersten Spiel. Lass ich mich mal überraschen. Ja? Und nochmal zu meinem ersten Satz zum Thema Urlaub. Ich fahre jetzt auch, seitdem ich 17 Jahre alt bin, ja, ich werde jetzt 40 nächste Woche oder übernächste Woche, das erste Mal in der Sommervorbereitung in Urlaub. Ja? Ich habe ja kein Traineramt mehr oder nichts. Ne? Und da muss ich mir von meinem Freund Daniel Freithof anhören, wie du fährst in der Vorbereitung in Urlaub. Ja? Das hätte es eigentlich auch früher nicht gegeben, aber die Zeiten haben sich halt geändert. Ne? Deswegen, das auch verdient. Ja, deswegen sind es den Jungs nach. Ne? Ihr seht, die Jungs sind motiviert, haben ambitionierte Ziele. Das finden wir gut, deswegen haben wir es auch hergeholt. Ja? Wir brauchen auch Jungs, die heiß sind, die was wollen und wir fühlen uns für die kommende Runde wieder top aufgestellt, ja? Sowohl im sportlichen als auch im menschlichen Bereich. Das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, dass das alles hier schön zusammen harmoniert, ja? Mit erster Mannschaft und zweiter Mannschaft, auch sehr, sehr wichtig. Und Johnny,